Ih, was ist das? Ups. Richtig kacke war das. Seid nicht so doof wie ich, macht nicht so viel gleichzeitig auf, okay? So eine tolle Maske für so wenig Geld. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Aufgebraucht-Video. Ja, also wir holen uns jetzt den Korb. Es ist wie immer sehr viel und ja, lasst uns zusammen schauen. Ihr müsst hier schon was mit mir aushalten. Ja, es ist einiges, aber das kam jetzt alles mal nach drüben. Da wird mir bestimmt was runterfallen. Das ist ja der Hammer, dass da nichts runterkippt. Ups, ich weiß auch jedes Mal, dass da auch Glas drin sein kann, Mann. Hä? Ach so. Hoppala. Nimmt das auch auf? Doch, ne? 2 Stunden später. Für alle, die noch nicht so lange dabei sind, also hier kommt jetzt alles von Haushalt, von Make-up, von Pflege, von, okay, Essen, glaube ich, habe ich nicht dabei. Und wenn doch, dann ist es irgendwas, was in der Drogerie erhältlich ist. Ja, womit fangen wir an? Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung. Ich fange mal hiermit an. Das ist interessant. Das habe ich jetzt zwar noch nicht ganz aufgebraucht, aber ich habe es jetzt ungefähr, sagen wir mal, 3 Wochen auf jeden Fall im Gebrauch. Das ist die Umverpackung von einem Wimpernserum. Und zwar ist ja leider wurde ja mein geliebtes Lash-Kokain, ich weiß gar nicht genau, ob es jetzt wegen der Hormone aus dem Sortiment genommen worden ist. Es ist ein anderes auf den Markt gekommen, mit Peptiden allerdings. Und ich glaube, dass das nicht den gleichen die gleiche Wirkung und den gleichen Effekt auf die Wimpern haben kann wie Hormone. Und deswegen wollte ich das nicht ausprobieren. Meine Mama hat das zwar zu Hause, aber ich fürchte, ich weiß nicht, vertraue dem nicht. Deswegen wollte ich wieder was mit Hormonen haben. Und habe ich jetzt dieses hier ausprobiert. Ich habe ein bisschen gegoogelt. Also ich wollte auf jeden Fall eben Hormone haben. Hier ist eins drin. Ich habe das Gefühl, es macht mir nicht so einen starken es verfärbt mein Augenlid nicht so arg. Allgemein, ihr müsst euch echt dafür entscheiden, ob ihr die benutzen wollt oder ob ihr euch lieber dagegen entscheidet, weil ich glaube, es ist noch gar nicht so gut erforscht, was das letztendlich alles mit den Augen macht. Letztendlich sind diese Hormone eigentlich von, ich glaube, Medikamente gegen grauen Star oder so ähnlich eigentlich. Und da wurde das halt festgestellt, dass die Wachstumsphase netterweise davon verlängert wurde. Genau. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier ein Hormon drin und benutze es, wie gesagt, seit ungefähr 3 Wochen. Und ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass mir meine Wimpern nicht ausfallen. Also ich denke, dass es ähnlich gut wirkt wie das Lash-Kokain, aber ganz kann ich es natürlich noch nicht sagen. Aber so insgesamt, also ich hatte zwar jetzt hier auf der Seite eine längere Phase lang, und da hatte ich nämlich das hier benutzt. Wo ist denn das? Kleinen Moment. Hier, das Lash-Kokain. Ein Blödsinn. Grande Lash hatte ich hier. Das war die 1-Milliliter-Version. Die hat tatsächlich auch sehr lange gehalten. War mal in der Glossybox drin. Leider jetzt auch im April abgelaufen. Und ich habe noch 2 davon, weil typisch Glossybox. Ich wusste nicht, dass das so kurz nur haltbar ist. Nun gut, auf jeden Fall war das auch gut. Da sind auch Hormone drin. Das hat auch gut funktioniert. Ich hatte aber das Gefühl, dass es nicht so diesen, also nicht so stark arbeitet irgendwie wie Lash-Kokain, mag aber auch sehr abhängig sein, unabhängig wollte ich gerade sagen, sehr abhängig von der Person auch sein, die es benutzt, weil wenn ihr euch mal Claudi von Claudis Welt anguckt, da geht quasi schon krass gar nicht mehr wirklich. Und bei mir hatte das halt, ich bin direkt von dem Lash-Kokain darauf gewechselt quasi und es hat auf jeden Fall das nicht besser gemacht, sag ich mal. Ich hatte eher hier das Problem, wobei das auch andere Einflüsse sein können natürlich, wie Stresshormone, bla bla bla, also meine eigenen Hormone, die jetzt meine Seite auf der Seite, also meine Wimpern auf der Seite haben ausfallen lassen teilweise. Das war wahrscheinlich nicht das. Das ist jetzt auch nicht direkt ausgefallen, aber die Seite war total schwach, während die total, total gut weiter wuchs letztendlich. So, ich kann auf jeden Fall sagen, dass das hier, das kostet 20 Euro auf Amazon. Keine Ahnung, wie lange es erhältlich sein wird. Ich meine, dass das recht viele Bewertungen hatte. Vielleicht verwechsel ich das aber auch gerade. Ich werde auf jeden Fall auch nochmal weiter gucken, was es da so gibt. Ja, also das ist auf jeden Fall gut. Das heißt Luxlash. Ich werde euch das mal verlinken. Aber wie gesagt, wenn ihr da jetzt, es kann immer sein, dass sowas euch in den Augen brennt. Es kann immer sein, dass das irgendwie auch, ich habe mal gehört, dass das sogar Augenringe verstärken kann und auch sogar die Augenfarbe verändern könnte. So,
Nur so viel dazu. Also da muss man echt Lust drauf haben mit den Hormonen. Und ja, das hatte ich euch ja quasi das Granulash gerade auch schon erzählt. Finde ich auf jeden Fall ganz gut. Aber irgendwas fehlt da, dass es so krass ist wie das Lash-Kokain. Aber wer weiß. Falls ihr da irgendwie mehr von wisst, warum das vom Markt genommen wurde. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich nur die Hormone sind. Oder irgendjemand hatte letztens mal unter einem Video geschrieben, dass es an den anderen Inhaltsstoffen liegt, die das haltbar machen. Oder irgendwie sowas. Ja gut, genug über Wimpernserum. Wir machen jetzt weiter mit... Hier, ich mache mit diesem Sonnenschutz weiter. Liebe ich, möchte ich am liebsten nachkaufen. Vielleicht mache ich das sogar. Ich habe jetzt gerade was anderes von L'Oreal in der Anwendung. Da bin ich mir aber noch nicht so ganz sicher, ob mir das so gut gefällt wie das hier. Weil das hier, das hat meine Haut wirklich toll gemacht. Das ist von Nivea Cellular Luminous 630 Anti-Pigment-Flecken. Tagespflegefluid mit Lichtschutzfaktor 50 und Dreifachschutz. Ja, das ist, ich weiß auch nicht, es ist wie... So eine Lotion, wie so eine Milch irgendwie. Also es ist irgendwie, ich weiß auch gar nicht so richtig die Konsistenz. Also es ist nicht so richtig flüssig, es ist nicht wässrig. Oh Mann, der will jetzt gar nicht. Hat er mich überhaupt scharf gestellt? Das ist immer so das Problem, wenn ich mit der Kamera hier filme. Es wird nicht so richtig scharf gestellt, aber ich denke, ihr könnt das sehen. Das ist auf jeden Fall wirklich ein ganz tolles Produkt. Darauf sitzt auch Make-up so wunderschön. Es hat so ein bisschen nicht einen Weichzeichnungseffekt. Es ist auch relativ... Naja, nicht glänzend jetzt auch nicht, aber es ist auch nicht matt. Also es ist schon sehr glowy, ne? Aber wenn ich Make-up drauf gebe, finde ich das ganz toll. Wenn ich jetzt nur Sonnenpflege tragen würde, wäre es mir tatsächlich aber auch ein bisschen zu glänzend. Aber ein ganz tolles Produkt. Ich mag die ganze Reihe tatsächlich sehr. Diese Luminous 630 da, das ist echt tolles Zeug, muss ich echt sagen. Gefällt mir sehr gut. So, dann habe ich hier auch von Nivea. Oh, da bin ich so, was heißt traurig, habe sie mir schon nachbestellt. Was ist von Nivea? Deep Moisture Night Protect Honey Flavor. Also das ist eine Lippenbutter. Die bekommt man nur in koreanischen Shops. Ja, die hatte ich jetzt zuletzt, glaube ich, noch in meiner Jackentasche. Und deswegen ist die hier ganz dreckig. Und es ist wirklich nur noch ganz wenig drin. Die hatte ich auch schon mal gewaschen tatsächlich. Und die wollte ich dann nicht wegschmeißen. Normalerweise schmeiße ich die dann leider immer weg. Weil, na, was heißt immer nicht? Manchmal kann man sie halt nicht mehr retten, je nachdem, wie heiß es gewaschen wurde. So, bei Yes Style oder vielleicht auch in anderen Shops bekommt ihr das auf jeden Fall. Kostet um die 6 Euro. Mir persönlich hat es aber so gut gefallen, dass ich sie mir jetzt auch tatsächlich auf Vorrat hingelegt habe. Ja, dann habe ich wieder ein bisschen was für die Haare aufgebracht. Und zwar, das hier ist jetzt zwar noch nicht leer, aber eigentlich hatte ich davon eine Spülung leer gemacht. Aber die ist irgendwie gerade nicht mehr zwischen. Ich weiß es aber genau, dass ich sie leer gemacht habe. Das ist von Elvital Full Resist mit Aminexil. Das ist das stärkende Aufbauschampoo. Genau, das ist jetzt eine größere Flasche. Deswegen ist die Spülung auch schon leer. Hier sind 400 Milliliter drin. Ich glaube, normalerweise sind... Habe ich noch ein anderes Shampoo, 250 Milliliter drin. Ja, das hatte ich mir bei DM bestellt. Das gab es da ein bisschen größer halt, ne? Ein ganz tolles Shampoo. Ich liebe es sehr. Es schäumt so schön auf, wirklich. Und es fühlt sich alles so geschmeidig schon nur bei dem Shampoo an. Also ich liebe diese Reihe. Eine meiner liebsten. Obwohl ich wirklich sagen muss, es ist sehr schwer für mich zu entscheiden, welches meine Lieblingsreihe von Elvital ist, weil ich die fast alle wirklich irgendwie gut finde. Überdurchschnittlich gut sind sie für mich alle tatsächlich. Und ja, das ist jedenfalls ein ganz tolles Shampoo. Hat mir sehr gut gefallen. Beziehungsweise, das kann ich ja noch aufbrauchen. Aber die Spülung dazu, die ist halt auch so Bombe. Die mache ich rein und das zieht sich alles so schön glatt. Und man braucht theoretisch auch nicht viel. Aber auf der anderen Seite ist sie für mich zumindest. Ne? Es geht immer nur um meine Meinung jetzt hier. Es kann sein, dass das bei euch alles ganz anders wirkt oder arbeitet. Oder für euch auch gar nicht das Richtige ist, wenn ich das toll finde oder andersrum. Ne? Also nur mal kurz, um das vorwegzunehmen. Beziehungsweise jetzt mittendrin vorwegzunehmen. Und ich sehe gerade meinen Fernseher ist noch an. Die Spülung ist auf jeden Fall ganz große Klasse, liebe ich, zieht alles so richtig schön glatt. Ich muss mir mal wieder die Kur davon kaufen, das ist so ein riesiger Tiegel, wenn es die überhaupt noch gibt. Hatte ich vor Jahren mal, da sind, weiß nicht, kostet auf jeden Fall 10 Euro, ist ordentlich was drin. Aber irgendwie habe ich die nicht ganz so hundertprozentig mega in Erinnerung, aber ich glaube, ich muss sie einfach mal wieder benutzen. Ich glaube, da haben wir noch in der alten Wohnung gewohnt, da hatte ich die zuletzt. Ja, also Shampoo wird noch leer gemacht, Spülung habe ich schon leer gemacht, aber die ist weg. Ja, die ist einfach weg. Nun gut, hier habe ich noch ein Shampoo leer gemacht. Das ist auch von Elvital Hyaluronic Pure. Hydra Hyaluronic Pure. Genau, das entfettende Shampoo habe ich jetzt hier. Das kam ja erst neu raus und das habe ich jetzt hier sowohl Shampoo als auch Spülung leer gemacht. Und ja, das war wirklich gut. Also gerade am Anfang, da bin ich quasi von dem normalen Hydra Hyaluronic, was mir mit der... Zeit, ach, wie soll ich das sagen? Also so am Anfang ist das noch nicht zu viel, aber irgendwie wurde es, je öfter ich es benutzt habe, mit der Spülung ein bisschen schwer dann in den Längen. Das habe ich dann beim Glätten gesehen, dass hier irgendwie wie noch so ein Film war, aber es war halt trotzdem gut. Und dann dachte ich, ich probiere einfach mal diese Reihe insgesamt, um zu gucken, ob das dann besser ist. Insgesamt war das auch gut. Ich würde jetzt allerdings eher
Das Shampoo und auch die Spülung mittlerweile. Also ich hatte gedacht, ob ich das Shampoo mit der leichteren, also das normale Shampoo mit der leichteren Spülung kombiniere. Hat auch ganz gut geklappt. Aber manchmal hat mir da dann noch ein bisschen Feuchtigkeit gefehlt. Also das ist wirklich, wenn ich jetzt meine Haarverdichtung, Haarverlängerung nicht drin hätte, dann wäre das für meine eigenen Haare wirklich genau das Richtige. Weil das halt, ich habe sonst sehr feines Haar, manchmal sogar so ein bisschen Tendenz zur Löckchenwellen irgendwie so in die Richtung. Und ich glaube, dafür wäre das wirklich, wirklich richtig gut. Und allgemein, wenn Leute einfach gar nicht so viel Feuchtigkeit brauchen, weil sie ihre Haare nicht so quälen wie ich. Genau. Momentan habe ich jetzt hiervon das Shampoo auf jeden Fall in so einer riesigen 1-Liter Flasche gerade wieder an der Badewanne stehen und ich liebe auch das so, so sehr. Bitte ignoriert Alexa. Mein Handy könnte übrigens auch zwischendurch mal klingeln, falls mein Sohn abgeholt werden muss oder so. Und ja, auf jeden Fall. Also auch das ist eine ganz tolle Reihe, ne? Aber ich würde wahrscheinlich gerne lieber das andere nochmal danach kaufen oder werde ich auf jeden Fall nachkaufen. Hier habt ihr ja auch gerade gesehen, hier ist noch ganz bisschen was drin, aber das wird direkt bald leer gehen. Dann kann ich das dann nämlich gleich mit wegschmeißen. Gefällt mir super gut. Dazu habe ich kombiniert von L'Vital Dream Length XXL Fiber Mask. Die war auch jetzt noch nicht so lange auf dem Markt. Da gibt es noch eine normale Kur von. Die hier kostet, glaube ich, 5, 6 Euro. Hier steht auch, rette deine Haarlängen. Das war eine Kur. Die musste man, hier oben ist es noch abgebildet. Das fand ich so interessant. Dann nimmt man ein bisschen was raus und dann muss man das so klatschen, um die Haarfasern oder diese haarreparierenden Sachen, Fasern da drin zu aktivieren. Genau, Fasern durch Klatschen aktivieren. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur eine Spielerei ist. Aber tatsächlich war das ganz komisch, dass wenn man das nicht vorher geklatscht hat, dann war das sehr viel zäher und man hat das auch nicht so leicht wieder aus den Haaren rausgekriegt. Wenn man das dann geklatscht hatte, dann ging das viel einfacher, da war das viel leichter zu handhaben. Also irgendwas ist da schon, ne? Das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ich hatte das mal ein paar Haarwäschen dann weggelassen, weil das einfach, ja, weiß ich nicht, wollte einfach noch mal gucken, Effekt hiervon und davon. Das muss man ja dann auch mal ein bisschen austesten, damit man nicht nur immer das eine Ergebnis hat mit einer Routine, sondern eben das auch mal ein bisschen durcheinander schmeißen, damit man halt sagen kann, kann das wirklich was, ne? Deswegen habe ich das ab und an mal nicht genommen und das habe ich dann direkt gemerkt. Da sind meine Spitzen dann nämlich wirklich sehr trocken geworden. So, ja. Gefällt mir sehr gut. Ich glaube, mit Olaplex darf man es nicht kombinieren, falls ihr da irgendwie was benutzt und euch das kaufen wollt. Passt da lieber auf. Ich habe mal das so verstanden, dass Olaplex von innen heraus stärkt und die anderen Sachen mit den normalen Proteinen quasi, also alles, was Proteine hat quasi, darf man nicht damit kombinieren. Genau, die stärken dann halt von außen und dann wird das Haar so sehr steif und bricht dadurch eventuell. Genau, das habe ich jedenfalls mir so irgendwo abgeguckt, ob das nun so ist oder nicht, kann ich nicht genau sagen. Das ist das, was die gesagt haben. So. Es sei denn, ich habe es falsch verstanden, dann, ja, dann ist es natürlich schlecht. So, dann haben wir das auch und dann mache ich hier nochmal mit was weiter. Ich versuche das so ein bisschen durcheinander hier zu halten. Ne? Ihr hattet mir ja schon mal gesagt, dass ihr das ganz gerne durcheinander mögt. Übrigens ist auch Mitsuki da, der auch irgendwelche Geräusche machen könnte. Das ist eine Action, nein, das war Primark, glaube ich, eine Kerze, Clean Cotton Refresh Baumwollduft. Die hat mir gar nicht gut gefallen. Die ist allerdings auch schon ein bisschen älter, deswegen, ja, ich würde sie wahrscheinlich schon nochmal kaufen, aber ich glaube, die haben gar nicht immer die gleichen Kerzen, oder? Ja, da war so ein Korkteil mit bei. Ich habe hier jetzt noch versucht von der lieben Miss Curly Wax. Die macht ja so Duftmelds. Die riechen immer so gut, aber tatsächlich riechen die, also der Effekt geht in der Kerze flöten. Das ist schade gewesen. Deswegen, ich habe die dann auch einfach, ihr habt auch gesehen, das hat hier alles voll gerußt und auch da, wo sie stand, da ist da drüber ein Spiegel. Der ist auch total dreckig geworden davon. Deswegen, ja, die hat mir echt nicht gut gefallen. Im Gegensatz zu der hier, die war, obwohl die auch ein bisschen unruhig abgebrannt ist, sieht man hier auch, die war mal von Rossmann irgendwas Special-mäßiges. Ich habe jetzt hier gerade wahrscheinlich nicht mal irgendwie eine Pappe. Oder ich finde sie später noch, das kann auch sein. Aber ja, kann man mal kaufen, ist jetzt aber auch nicht der Oberkracher. Dann habe ich hier eine Zahnpasta, beziehungsweise die Umverpackung. Ich habe sie gerade noch in Anwendung, ungefähr Hälfte leer. Die ist nicht so. Also die heißt Rapid White. White plus Booster Strong oder White and Strong plus Booster, irgendwie sowas. Zahncreme mit Zweifacheffekt. Genau, hilft den Zahnschmelz zu stärken. Das finde ich eigentlich gut. Und dann soll die halt noch die Zähne weißer machen. Da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Aber was ich sagen kann, ist, die schäumt nicht und deswegen mag ich sie nicht und werde ich sie nicht wieder kaufen. Aber der Rest könnte ja eventuell auch wirklich, ja, was bringen. Das werde ich dann wahrscheinlich nochmal irgendwie mal gucken, ob ich die überhaupt aufbrauche, weil mich nervt, dass das wirklich nicht schäumt. Das hasse ich wie die Pest, ne? Ich will, dass das schäumt. Ich weiß, es muss theoretisch nicht mal schäumen, um zu reinigen, aber trotzdem, ich möchte das bitte. Ich möchte das bitte einfach. So, wo wir gerade auch über Miss Curly Wax gesprochen haben, ich habe hier Ei-Matrose aufgebraucht. Das war in so einer Knopfform, total süß, war so ein Duftmeld halt. Kann man in so ein
Öllichthalter zum Beispiel. Oder es gibt ja auch extra solche Geräte, die das extra so elektrisch schmelzen lassen. Und dann riecht es halt sehr gut. Und die riechen wirklich extrem gut. Wir haben hier einen riesigen Wohnraum. Waren das 55 Quadratmeter mit Küche, Wohnen, Essen und so weiter, mit Flur. Und es riecht danach. Es riecht aber nicht so, dass ich Kopfschmerzen kriege. Es ist unglaublich. Freue ich mich immer sehr drüber. Ich habe zum Glück noch ein bisschen was von Miss Curly Wax. Ich verlinke euch den Shop mal. Es ist jetzt keine Produktplatzierung in dem Sinne. Ja, also ich habe das einfach aufgebraucht. Aber ich bin da auch so, ich habe zum Glück noch recht viel aus Trashy. Die liegen da immer mal drin zum Probieren. Das hat sehr gut gerochen jedenfalls. So, hier habe ich was. Nicht aufgebraucht, sondern das werde ich aussortieren und werde mal gucken, ob ich mir den nochmal hole, weil die Farbe mochte ich sehr gerne. Ist hier von Catrice Cheek Flirt. Face Stick, genau, das ist einfach ein Rouge Stick, aber der stinkt leider. Kann sein, dass das einfach wegen meiner Hautbakterien ist, weil ich den natürlich auch direkt aufs Gesicht aufgetragen habe, weil ich muss meine Schminke zum Glück nicht mit irgendwem teilen und deswegen ist das bei dem Aspekt auf jeden Fall egal, ob es unhygienisch ist oder meine, na, was heißt unhygienisch, soll es jetzt auch nicht sein, aber es sind halt nur meine Bakterien drauf und das ist ja auch schon, naja gut. Das ist auf jeden Fall die Farbe 030 Rock'n'Rose, also den fand ich an sich wirklich schön, der war schön, ja, farbintensiv. Ja, muss man aber ein bisschen aufpassen. Ein bisschen Base nimmt das natürlich immer schon ab. Ich glaube, das haben diese Produkte auch so an sich. Ich habe das noch nie erlebt, dass das komplett gar nicht so gewesen ist, dass man nicht aufpassen musste. Aber die Farbe war halt schön und so. Den hole ich mir auf jeden Fall nochmal und gucke dann mal, ob der vielleicht auch von Haus aus ein bisschen riecht. Aber ich glaube, so doll dürfte der schon nicht gestunken haben. So, hier habe ich noch von Maybelline. Long Lasting Drama Waterproof Eyeliner. Genau, Liquid Ink ist das. So, der war eigentlich ganz gut, wirklich. Der hat auch ganz gut gehalten, aber der ist mir jetzt so eingetrocknet. Da sind richtig Brocken drin, deswegen habe ich den jetzt aussortiert. Aber ja, ich muss mir mal angewöhnen, das sieht man gleich auch noch bei meinen Mascaras. Das möchte ich jetzt auch wirklich machen, gerade wenn ich mir Sachen selber kaufe. Ne, manchmal kriege ich natürlich auch von Firmen ein bisschen was zur Verfügung gestellt. Das ist jetzt zum Glück nicht die Masse, aber ich merke, dass ich den Produkt nicht ausreichend Aufmerksamkeit schenken kann, bevor sie kippen. Das war bei dem jetzt zum Beispiel auch so. Den habe ich mir zwar auch selber gekauft, aber erstmal benutze ich nicht so oft Eyeliner, weil ich habe dann immer eine Phase, da mag ich das, dann mag ich es wieder gar nicht und dann bin ich aus der Übung und dann lasse ich es deswegen sein und dann benutze ich es wieder und ich kann bis heute keinen gescheiten Eyeliner bei mir. Also manchmal wird es ganz gut und manchmal wird es halbwegs gut, manchmal treffe ich den Winkel nicht richtig und das ist einfach echt schwierig mit den Eyelinern, ne? Aber ich versuche es immer mal wieder. So. Ich möchte es auf jeden Fall ein bisschen versuchen zu minimieren, dass ich nicht immer so viel gleichzeitig auf habe. Hier und da wird sich das natürlich nicht vermeiden lassen, weil dadurch testet man ja natürlich auch zu viel durch diesen ganzen Kram hier, YouTube und so. Aber so ein bisschen, wenn ich das jetzt privat und so ein bisschen unter Kontrolle halten kann, dann möchte ich mich da ja ein bisschen hintersetzen. Hier ist von L'Oreal ein Perfect Slim Superliner, der war ganz okay, aber der war jetzt auch relativ schnell. Jetzt hier auf der Hand malt er gut, aber dann irgendwie, ich hatte den dann auch zum Schluss extra noch so gelagert, aber da war am Auge leider nicht viel mit zu wollen, deswegen ist der jetzt rausgeflogen. Der ist schon ewig alt, hier von Catrice Calligraph Pro. Ich weiß gar nicht, ob es den mittlerweile noch gibt. Matt Liner Waterproof, aber der war auch irgendwie so, dass ich nur eine Seite, genau, das nervt mich, Jungs und Mädels, ne? Wenn ich mir eigentlich zwei Eyeliner kaufen muss von dieser ja, Pinselsorte oder auch Filzstift Sorte, eigentlich braucht man von vielen zwei, damit man überhaupt beide Augen schafft. Und jetzt war es hier halt so, dass ich mich einmal vermalt hatte und dann konnte ich die Spitze auch nicht mehr. Das ist halt auch nervig, wenn man die Spitze, wenn die so gemacht ist, dass das gar nicht ordentlich werden kann, wisst ihr? Also, dass es eh nicht ordentlich wird, das nervt. Und die beiden waren so, deswegen weg damit. So, hier habe ich heute Morgen gerade, ich habe nämlich, sonst wären meine Wimpern heute auch noch ein bisschen schöner gewesen. Ich hatte nämlich eine neuere davon. Ihr müsst auch wissen, ich habe davon drei in meiner Schublade. Jetzt nur noch zwei. Die eine ist noch ganz neu, die andere ist benutzt. Und die hier ist jetzt halt einfach ausgetrocknet gewesen. Von Sky High, genau, Maybelline. Die ist so toll. Das ist ja die Cosmic Black Variante, meine ich. Und das ist tatsächlich meine Liebste. Die macht einfach, da brauche ich die Base auch nicht. Ich mag ja auch sehr gerne die Base zusammen mit der normalen davon. Und wenn ich die hier solo benutze, dann ist die auch einfach ganz toll. Ich liebe die so sehr. Also gestern waren die Wimpern wirklich on point und einfach nur gerade hier, nachdem das jetzt wirklich wochenlang meine Problemseite war, war die nach Wochen endlich mal wieder schön. Ne? Übrigens mache ich auch nach dem Serum, den macht man wie so ein Eyeliner drauf, mache ich immer noch ein bisschen, ist aber nicht für Kontaktlinsenträger, ja, ein bisschen Vaseline auf meine Wimpernspitzen, damit da eben noch ein bisschen Schutz drauf kommt. Ne? Ich glaube, pflegen tut das nicht, aber ein bisschen schützen. Ganz tolle Mascara, ich zeige euch nochmal das Bürstchen, es ist vielleicht ein bisschen krümelig, es geht jetzt gerade, aber ja, das ist, ach Gott, das stellt hier wieder nicht scharf, der junge Mann, ne? Es ist auf jeden Fall ein Silikonbürstchen und ich liebe diese Mascara sehr. Ich weiß, manche mögen die nicht, aber die überwiegende Mehrzahl.
Mehrheit mag sie auf jeden Fall. Ich habe noch mehr Mascaras aufgrund dessen aussortiert, wie ich das eben mit den Eyelinern erklärt habe, dass ich einfach zu viel auf hatte, was auch sehr schade ist. Das finde ich auch ganz besonders bei der hier schade. Die ist nämlich wirklich, also die ist auch eine meiner Liebsten von Asam. Cat Eye Volume Mascara. Die werde ich mir auf jeden Fall auch nachkaufen, aber erst, wenn ich weiß, dass ich nicht so viel offen habe gerade. Denn das ist hier jetzt auch so gewesen, die hatte ich mir neu gekauft selber. Und ja, ich weiß gar nicht, ob ich bei Asam noch einen Code habe. Falls ja, falls der noch geht, schreibe ich euch den rein. Es kann aber auch sein, dass der gerade nicht mehr geht. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber die mag ich halt wirklich von Herzen wirklich sehr, sehr gerne. Die ist ein bisschen wie die, die habe ich sogar hier, ein bisschen wie die Falsies Lash Lift, aber nochmal anders. Also die hat zum Beispiel ein gebogenes Bürstchen, aber es ist halt ein Faserbürstchen und das kommt einfach so gut hoch. Jetzt hier sieht die auch noch wirklich gut aus, aber auf den Wimpern merkt man dann über 2-3 Stunden, dass sie dann langsam das jetzt hinter sich hat. Also wenn man so viel testet wie ich, ist es nicht so gut, sowas zu Hause zu haben. Aber es ist gut, wenn man halt eh immer nur ein oder zwei Mascaras offen hat. Dann ist die wirklich Bombe, weil dann könnt ihr auch ganz viel davon benutzen, bevor sie krümelt. Aber die macht so ein tolles Ergebnis. Wirklich so eine wunderschöne Mascara. Liebe sie. Hier ist dann, hatte ich ja eben schon gezeigt, die Falsies Lash Lift. Die liebe ich auch wirklich, wirklich sehr. War jetzt in der Zeit, wo die Seite halt so blöd war, nicht so das Richtige. Ab und an, ja, die Seite hat immer mit allen Mascaras gut funktioniert. Und ja, die ist jetzt halt auch ähnlich eingetrocknet. Ist bestimmt auch noch was drin. Ich weiß übrigens, bitte, ich kriege immer ganz viele Tipps, dass man die noch ein bisschen flüssig machen kann mit Hitze, mit Öl, mit Kontaktlinsenmittel und so. Funktioniert auch. Aber manchmal krümelt es dann trotzdem über den Tag über weiter runter. Oder ich muss es jedes Mal machen. Oder ja, es hält halt nur ungefähr einmal benutzen und dann ist das halt auch blöd, ne? Also deswegen gerade mit Öl auch, das wird ja dann so flüssig, das setzt sich dann hier oben ab und man möchte mit diesen ganzen Sachen ja auch nicht immer unbedingt ans Auge gehen. Gut, Kontaktlinsenflüssigkeit, ja, aber wisst ihr, ich habe jetzt auch keine Lust, das habe ich übrigens in meiner Jugend immer gemacht, da habe ich mir morgens immer eine Tasse gemacht, da kochend Wasser reingemacht, da meine Mascara reingestellt, damit ich die so lange benutzen kann, wie es nur irgendwie geht. Und ja, das habe ich aber jeden Morgen gemacht, da hätte ich jetzt überhaupt gar keine Lust mehr zu, ne? Gut, jetzt habe ich hier noch eine von Trended Up, die war auch richtig, richtig gut, aber auch da leider wieder das gleiche Problem. Ich werde mir übrigens bei fast allen die Bürstchen rausnehmen, obwohl ich auch schon echt ein gutes, ja, ich habe schon eine ganz schöne Sammlung davon. So viele braucht man davon eigentlich nicht. Die war auch wirklich gut, aber ja, hat jetzt einfach gekrümelt. Leider, 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 seid nicht so doof wie ich. Macht nicht so viel gleichzeitig auf, okay? Aber wie gesagt, das ist hier, auch wenn es mein Hobby größtenteils ist, ist es natürlich auch noch mal ein bisschen verstärkt eben durch die Testerei. Bla, bla, bla. Und hier ist noch eine Kerze. Die war auch wirklich gut. Kaktusblüte und Vanille. Ich glaube, die hatte ich mal von jemandem geschenkt gekriegt. Das habe ich hier jetzt aber nicht aufgeschrieben. Ich habe die nicht ganz zu Ende brennen lassen, weil die auch sehr, ja, nicht geflackert hatte. Ich glaube, der Docht war dann einfach weg. Viel gerochen haben die aber übrigens alle nicht. Also vom Geruch her muss man sich die nicht kaufen. Das war jetzt nicht so. Allerdings sind die auch schon älter. Das muss man auch sagen. Hier, wo mache ich weiter? Eine Mundspülung. Tatsächlich habe ich, glaube ich, mehrere aufgebracht. Genau, hier sind hier ist noch eine zweite und dann nochmal. Nee, das ist keine Mundspülung. Die sind wirklich gut. Die sind von Don Todent, also von DM. Das ist die Sensitiv Mundspülung und die ist ohne Alkohol, 6-mal Schutz. Die hat mir sehr gut gefallen. Die ist nicht so stark im Geschmack, die ist nicht so arg scharf. Ich habe jetzt gerade eine von Rossmann, da wollte ich eigentlich auch Sensitiv oder irgendwas für weiße Zähne oder so kaufen, aber das war gerade leer und dann habe ich diese klassische blaue genommen. Ist auch gut, aber deutlich schärfer als die. Aber die haben mir gut gefallen, mache ich tatsächlich sehr regelmäßig, öfter mal über den Tag und ja, das finde ich auch gut. Doch, werde ich auch weitermachen, hat mir auf jeden Fall gefallen. So. Dann hier von Action, der war auch so toll. Habe ich, glaube auch 2-mal leer gemacht, genau. Ich habe jetzt wirklich viel geputzt gehabt, ne? Auf jeden Fall. Also ich habe die jetzt nicht, ne? Die eine war schon angefangen, die andere habe ich dann komplett leer gemacht. Die benutze ich sehr viel in meinen Maschinen hier. Und ich hatte ja mit euch auch noch den Frühjahrsputz gemacht, da habe ich die auch viel benutzt. Hier Fabulosa, das ist ein Babypuder. Nein, es ist kein Babypuder, aber es ist mit Babypuder-Duft. Ein Allzweckreiniger, Jungs und Mädels. Habe ich leer gemacht. Das waren hier 500 Milliliter. Hier steht, dass da ungefähr 50 Liter rausgekommen sind. Weiß nicht, ob das hinkommt. Keine Ahnung. Aber der hat wirklich gut geduftet. Ab und an ist der mal da. Manchmal haben die aber auch nur solche komischen pinken Bubblegum-Düfte. Den mag ich jetzt gar nicht. Aber das war echt ein richtig toller Duft. Werde ich wieder kaufen, denke ich, wenn ich sie erwische. Und hier haben wir nochmal. Das ist jetzt zwar auch Babypuder-Duft, aber ja, ich glaube, da hatte ich... Das hatte ich schon vor Ewigkeiten leer gemacht. Dann habe ich den selber immer nachgefüllt mit anderem Allzweckreiniger. Aber ich glaube, habe ich überhaupt noch irgendeinen anderen? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall auch eine schöne Flasche, aber der Sprühkopf war jetzt kaputt. Das nervt. Hier habe ich noch was leer gemacht. Den werde ich aber auch nochmal nachfüllen. Hier von Denk mit, den Glasreiniger mit Glanzschutzformel. Von DM ist das der. Da habe ich mir den Nachfüller gekauft. Und ich habe mir jetzt auch nochmal den Frosch
Glasreiniger gekauft, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass der das noch ein bisschen besser macht. Der hat es aber auch ganz toll gemacht. Also kann man jetzt auch nicht meckern, aber man braucht auch relativ viel von. Gott, ich muss sie gleich erstmal sortieren, ne? Hier ist ein Cloud Foam Kokosnusswasser Foam Cleanser leer geworden. Also ein Reinigungsschaum. Der ist eigentlich fürs Gesicht. Ich habe den überwiegend für den Intimbereich benutzt. Da war der auch ganz toll. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier so pH-wertmäßig wirklich gut war, aber ich hatte keine Probleme damit. Und genau, dann war mein Neffe einmal da und hat damit auch noch gespielt und dann war der relativ schnell leer. Hatte ich eigentlich erst gekauft. Kann ich euch empfehlen, ist wirklich gut. Jetzt nichts extrem, extrem Dolles. Der macht jetzt auch nichts extrem Dolles, aber er ist eigentlich meiner Meinung nach recht mild. Zumindest da, wo ich so benutzt habe und riecht ganz gut. Ich mag den. Genau, es kostet ungefähr 2 Euro bei Action. Das hier ist auch von Action. Habe ich die erste genau von Mira geschenkt gekriegt. Davon habe ich mir noch ein paar nachgeholt. Gibt es verschiedene Sorten. Das ist so eine Mischung, meiner Meinung nach, aus Tuchmaske und so Hydrogelmaske. Also so ein bisschen Jelly ist die irgendwie, steht ja auch drauf. Und genau, da gibt es verschiedene Sorten und die ist sowas von getränkt in Flüssigkeit für, keine Ahnung, kosten die zwischen 69 und 99 Cent irgendwie. Und das ist so krass, wie viel Feuchtigkeit da drin ist. Die hier ist jetzt mit Niacinamiden, die ist übrigens auch vegan. Und ja, die kann ich locker eine halbe Stunde tragen, wenn nicht eher länger. Also so 30 bis 45 Minuten, hier steht jetzt 10 bis 15, da ist das nicht ansatzweise eingezogen. Und ihr könnt eigentlich nur euren ganzen Oberkörper einschmieren damit. Also der Bräuche hat sich auch gefreut über das Serum, so ist das nicht, ne? Und ja, also so eine tolle Maske für so wenig Geld. Unglaublich, wirklich. Ganz tolles Zeug. Ich kann jetzt nicht sagen, dass das irgendwie langzeitmäßig irgendwas toll gemacht hat. Es ist aber auf jeden Fall für den Wellness-Faktor toll. Es ist unheimlich feuchtigkeitsspendend und es ist einfach, es hat mir super gut gefallen, wirklich. Hier ist noch eine Maske, die ist auch ganz toll, die ist auch von Mira. Vielen lieben Dank, du Süße. Das ist die neue Version der Milky Kokos Tuchmaske. Gibt es zum Glück scheinbar jetzt dauerhaft bei DM. Die ist so toll, das ist eine Crememaske, also die ist nicht so mit durchsichtigem Hyaluron-Zeug, also es ist auch Hyaluron drin, aber es ist eben auch Kokosmilch, so ein bisschen cremig ist das, also eher reichhaltig, statt nur feuchtigkeitsspendend. Eine so tolle Maske, auch für so wenig Geld, glaube 99 Cent, schon seit Jahren mein Liebling. Ich habe auch noch ein paar im alten Design, aber ich wollte den jetzt erstmal, weil ich von Mira ein Paket bekommen hatte. Übrigens habe ich auch noch Zuschauerpakete von euch. Ich muss mal gucken, ob ich das in einem Video auspacke oder bald hoffentlich mal wieder live gehe, aber irgendwie ist gerade nicht so die Zeit dafür, ich weiß auch nicht. Liegt nicht nur an mir, es ist einfach, mein Sohn braucht mich. Immer dann, wenn ich denke, ich könnte jetzt streamen, dann braucht er mich irgendwie. Nicht, weil er das vorher weiß, sondern weil einfach, ich möchte es auch genießen, solange er das noch möchte. Ne? Ist ja jetzt auch schon in dem Alter, da will er das vielleicht bald nicht mehr. Ih, was ist das? Auch irgendein Pulver. Noch eine Maske, die habe ich auch von Mira. Das war die Peptide Firming. Das ist irgendeine koreanische Maske, auch von Action. The Mask Doctor, glaube ich, steht da, oder? Doktor, ja. Ja, ich weiß leider gerade nicht mehr. Normalerweise schreibe ich es rauf, aber die war auf jeden Fall nicht schlecht. Werde ich bestimmt wieder kaufen. Aber die andere hatte mich halt so voll vom Hocker gehauen. Ich glaube, das war jetzt eine normale Tuchmaske und die andere war halt so richtig so eine Mischung aus. Das war halt total, ja, beeindruckend. Hier habe ich, auch von Action, war wirklich gut. Ich habe noch anderthalb quasi in Anwendung. Das sind so Augenbrauenrasierer. Und drei Stück haben hier 60, 70, 80 Cent gekostet. Also super günstig, sogar günstiger als bei Teddy und bei Kick. Da kaufe ich die sonst immer für 1 Euro. Und die waren jetzt in letzter Zeit nicht mehr so gut. Die waren irgendwie so durchwachsen. Davon waren manche Klingen scheiße und manche Klingen waren gut. Und hier war bis jetzt auf jeden Fall, ich habe jetzt erst den zweiten in Anwendung, die haben mir aber sehr gut gefallen. Und dadurch, dass das halt so günstig ist, ne? Also in der Drogerie bezahlt man für 3 Stück mindestens 2,80 bis 3 Euro. Mindestens, das sind dann schon die günstigen. Ja, ich brauche was zu trinken. Das hier halte ich euch eigentlich jedes Mal in die Kamera, zumindest irgendeine Art und Weise davon, von Finish die Powerballs. Davon habe ich immer mal wieder andere. Sie gefallen mir alle gut. Sie sind arschteuer, muss ich sagen. Aber sie sind toll. Manchmal hat Lidl die in einem riesigen Pack. Ich glaube, der hier war sogar von Lidl, bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber die sind einfach, die machen alles weg. Also die funktionieren auch wirklich gut in meiner Spülmaschine. Ich habe so in der Vergangenheit in den verschiedenen Wohnungen, in denen ich so gewohnt habe, auch die Erfahrung gemacht, dass einfach nicht jeder Tab oder jeder, das ist ja wie so ein Cap hier, der Wasserhärtegrad spielt eine Rolle. Und auch wie die Maschine arbeitet scheinbar, auch wie heiß die macht und sowas. Also ich hatte zwei Maschinen, da haben die ganz günstigen Tabs einfach ausgereicht, ne? Also da, wo auch schon so ein bisschen Klarspüler mit bei ist und sowas. Aber da, das ist einfach, das ist komplett, das ist super. Wirklich einfach ganz total schön unkompliziert und macht keine
Flecken irgendwo, keine Rostflecken, keine, das hatte ich auch schon seit Jahren wirklich nicht, seit ich die benutze, hier diese, dass die Gläser so milchig anlaufen. Keine Chance bei den Dingern, wirklich super gut. Hier habe ich ein Isana Wasserspray leer gemacht, nur nicht durchdrehen mit so einem Häschen drauf, hat nach erfrischendem Papaya und Jasminblütenduft gerochen, das war ja nur so ein Wasserspray. Also ich muss sagen, ich benutze die auch ganz gerne mal so als Erfrischung zwischendurch, einfach um nochmal so ein bisschen frischeren Duft zu haben, aber nicht gleich so krass zu riechen wie bei einem Body Mist oder Parfum. Das ist wirklich immer nur so ein kleiner Hauch von gewesen. Und hier ist ja jetzt immer noch, es gibt ja eins, da ist quasi nur Wasser und was ist hier immer für ein Mittel drin? Nitrogen. Das ist da drin, aber hier ist halt zum Beispiel jetzt immer noch Glycerin und Duftstoffe drin und so. Dann kann man das auch als Fixing Spray benutzen, machen ja schon die meisten seit Jahren. Das habe ich eher selten gemacht tatsächlich, aber der Sprühnebel ist fein genug. Also das ist auch wirklich schön. Wirklich, wirklich schön. Dann habe ich hier den leider mitgewaschen. Okafis Lip Repair and Protect. Das war einer von denen, die ich mal bei Teddy für 1 Euro gekauft hatte. Den habe ich leider mitgewaschen. Man sieht hier auch, der ist leer. Der wurde einfach zu heiß gewaschen leider. Aber es ist eine der besten Lippenpflegen überhaupt. Lass mich mal gucken, ob ich Lippenstift auf den Zähnen habe. Nein. Ist ja der Hammer. Hier ist mal wieder ein Klassiker, der in jedem Aufgebraucht-Video nicht fehlen darf. Taft Power. Haarspray Height 5 mit kaschmirartige Geschmeidigkeit. Ja, Gott, ich habe euch das schon so oft erzählt. Es tut mir leid für alle, die schon so ewig dabei sind. Ja, mache ich immer leer. Ich habe kein anderes Haarspray. Das ist echt das Einzige, was ich mag. Das macht hier den Pony immer recht schön fest. Also, so, das ist nicht so sehr flexibel. Manche mögen das ja auch flexibel. Hier mache ich eigentlich kein Haarspray rein, höchstens wenn ich Locken habe. Aber dafür könnte ich mir eigentlich mal eins holen, was nicht so fest wird. Aber das wird halt so richtig brettfest, ja? Also gut. Genau, was ich aber gut an dem finde, ich hatte mal den Sprühkleber von Got2Be oder irgendwas von Zaios hatte ich auch mal. Das hat immer so, egal wie sauber du das gemacht hast am Sprühkopf oder auch wie doll du es geschüttelt hast, da sind immer so wie Tröpfchen rausgekommen. Dann hattest du hier überall Tröpfchen. So, ne Mann, das sah so scheiße aus, ich sag's euch. Ja, das ist auch ein Klassiker, der in jedem Aufgebraucht-Video dabei ist. Meine Haarfarbe, meine Haartönung für den Ansatz. Genau, das ist dunkelbraun von Müller, die Hausmarke. Genau, das ist ja die Tönung, nicht die Färbung. Ja, ich sage immer das Gleiche. Hat mir meine Zuschauerin empfohlen. Es ist ein sehr schön kühles, fast schwarzbraun. Und es hält ganz gut. Bei mir auf jeden Fall. Ich habe letztens auch gehört, ich weiß gerade nicht mehr, bei wem das war. Da hält sie nicht ganz so gut. Aber es ist halt auch nur eine Tönung. Und wenn ich die Färbung stattdessen nehme, dann wird es bei mir am Ansatz rot. Und die macht das halt nicht. Deswegen mag ich sie so gerne. Ja, hier habe ich Wattestäbchen aufgebraucht. Von Ebelin. Aus Baumwollwatte, genau. Da ist ja mittlerweile auch irgendwie alles aus Pappe oder eben Baumwolle. Die sind wirklich gut. Braucht man ab und an halt einfach mal. Ne? Aber tatsächlich brauche ich davon recht wenig. Was ich auch übrigens super wenig nur noch benutze, sind Wattepads. Höchstens mal, wenn ich Nagellack entfernen möchte. Und das mache ich ja auch eigentlich nur noch mit einem Fräser, genau. Aber da habe ich nicht mal irgendwie mich angestrengt, dass die weggelassen werden oder so gut wie weggelassen werden. Aber für manche Sachen braucht man die einfach immer noch. Da ist das dann ganz schön, wenn man noch Watte hat. Aber tatsächlich habe ich mich total an Mikrofasersachen gewöhnt. Aber für Wattepads, auch wenn ich mir jetzt Toner da drauf machen würde mit, ja, das gefällt mir auf einem Wattepad doch besser. Aber das mache ich tatsächlich meistens nicht. Meistens klatsche ich mir das einfach ins Gesicht. So, nun gut. Muss man auch nicht so machen. Ich glaube, jeder gibt sich irgendwie Mühe, seinen Teil dazu beizutragen. Also da möchte ich jetzt auch nicht irgendwie hier rumklugscheißern oder irgendwie ein schlechtes Gefühl geben. Überhaupt nicht. Jeder tut, was er kann. Okay? So, hier ist jedenfalls No Make-up. Das habe ich von Michaela geschenkt gekriegt. Genau, habe ich mir schon nachgekauft. Das ist wirklich toll. Das ist das AHA und PHA Peeling. Das ist der Cleanser, Peeling Cleanser. Genau, leicht schäumendes chemisches Peeling, sanfte Reinigung und Hauterneuerung mit 2,8% AHA und PHA. Und Panthenol und Aloe Vera ist noch drin. Genau, das habe ich tatsächlich mal auf meiner Kopfhaut angewendet, als sie gejuckt hat. Meiner Meinung nach hat es zur Besserung beigetragen, bin mir aber nicht ganz sicher, weil ich auch noch das dafür benutzt habe. Und wo es aber auf jeden Fall geholfen hat, sind meine Hitzepickel bzw. Reibeisenhaut oder so. Das ist wirklich nicht fast weg. Wenn ich es jetzt nicht mehr peelen würde, dann würde das auch wiederkommen. Aber da hat es auf jeden Fall sehr gut geholfen. Und manchmal habe ich hormonell bedingt zeitweise auch an anderen Körperstellen so ein bisschen Unreinheiten. Und das ist alles da so gut weggegangen von. Wirklich ganz toll. Ich weiß jetzt nicht, ich hatte ja auch schon hormonelle Akne im Gesicht. Da kann ich es jetzt nicht sagen. Wäre ein Versuch wert, würde ich sagen, wenn man jetzt nicht total allergisch darauf reagiert. Aber tatsächlich habe ich jetzt hier AHA. Da reagiere ich recht schnell immer drauf, wenn ich mir das als Serum quasi als Serum-Peeling drauf mache dann, und dann abwasche, dann ist es einfach ganz oft zu aggressiv. Und das war hier jetzt viel besser. Das
trägt man halt auf, es ist ja wie ein Waschgel, wartet kurz ein, zwei Minuten, dann hat das auch so seinen Effekt gemacht. Aber ich habe es halt im Gesicht fast nicht benutzt, weil da war es nicht so nötig. Aber vielleicht mache ich das mal. Ich habe den mir ja nachgekauft. Das war ja auch nur so eine kleine Flasche da jetzt, ne? Aber vielen Dank, Michaela. Ich hätte das wahrscheinlich sonst nicht ausprobiert. Genau. Und wie gesagt, ich hatte jetzt so ein bisschen zu tun mit juckender Kopfhaut. Das wird ein bisschen an Heizungsluft, am Wetter gelegen haben. Das wird auch ein bisschen daran gelegen haben, dass ich zu viel hin und her geswitcht bin im Moment, weil ich hatte ja nicht nur die Shampoos, die ich euch jetzt gezeigt habe, sondern ja auch noch dieses Glykolik-Gloss mit in Anwendung. Und ich glaube, das war ein bisschen zu viel durcheinander. Das ja, hat ein bisschen gejuckt tatsächlich und war empfindlich und sowas. Und ja, da habe ich dann Head & Shoulders noch da gehabt und mich erinnert, dass das früher mal ganz gut geholfen hatte dagegen, weil ich war schon mal sehr empfindlich an der Kopfhaut. Vielleicht kommt das auch einfach von Zeit zu Zeit mal. War jetzt allerdings auch ein paar Jahre nicht, ne? Nun gut, auf jeden Fall hat das sehr gut geholfen. Ich hatte hier nur noch so einen Rest, das ist vielleicht auch noch eine alte Formulierung. Habe ich aufgetragen, 2 bis 5 Minuten einwirken lassen und dann ausgespült. Und es ist gut geworden davon. Also dafür ist es auf jeden Fall auch gut. Ich hatte nicht wirklich Schuppen, ne? Aber es hat irgendwie beruhigt. Ich weiß nicht genau, welcher Wirkstoff das ist, aber es funktioniert. Das ist ein Weichspüler. Und ich muss sagen, ich habe hier noch einen Weichspüler. Den kriegt man bei Rossmann. Nein, Blödsinn. Bei Amazon. Genau, gibt es meistens aber nur im 6er-Pack. Manchmal ist er sehr teuer, manchmal ist er aber normalpreisig für um die 2 Euro. Der ist gut, ne? Ich mag den wirklich sehr. Das ist der Presto Blue. Concentrated. Ja, irgendwie hat man gesagt, das ist der. Aber der muss noch anders sein, weil der... Der funktioniert besser. Der riecht viel stärker, der riecht auch mehr nach Menthol. Vielleicht kommt es aus der gleichen Fabrik, aber ich glaube, so ganz das gleiche Produkt ist es nicht. Ich habe jetzt keine Lust mehr zu gucken. Gut, auf jeden Fall habe ich den Eindruck, der ist stärker als der. Und es ist nicht das gleiche Produkt, denke ich. Habe ich den Eindruck. So, wo wir gerade bei Waschmitteln sind, ich habe hier zweimal, da war ich jetzt echt nicht so angetan von, muss ich sagen. Ich wechsle im Moment häufig mein Waschmittel. Meistens ist es ein Pulver. Manchmal ist es aber auch flüssig und das hatte ich jetzt hier bei Edeka mal mitgenommen, weil das im Angebot war. Coral Color Waschmittel, Multicolor oder Optimal Color. Genau, das, ja, das war okay. Hat es jetzt nicht besonders gut gemacht, aber auch nicht schlecht. Es ist okay. Ja, aber, also, da hat sogar Weißer Riese ein bisschen mehr geduftet, muss ich sagen. Ich mag das, wenn das ein bisschen kräftiger riecht, aber so richtig kräftig riecht es sowieso nie. Und noch ein Waschmittel, das ist von Denkmit Wollen. Waschlotion, Cozy and Care, Wolle und feine Textilien. Genau, das mag ich sehr. Ich hatte letztens gesehen, dass das gar nicht so gute Bewertungen hat auf Amazon. Nein, Blödsinn, nicht Amazon, auf DM Online halt, ne? Da war das gar nicht so gut bewertet. Da wurde immer geschrieben, dass die alte Version deutlich besser ist. Ich habe jetzt keinen Unterschied gemerkt. Es riecht halt sehr gut. Ich benutze das meistens, wenn ich sowas wie... Oh, ich muss es unbedingt wieder kaufen. Das riecht so unglaublich gut, wirklich. Das von Rossmann gefällt mir nicht so gut. Das hatte ich letztens auch. Aber das hier ist so, also das riecht einfach so schön. Ich brauche keinen Weichspüler. Ich würde es theoretisch auch für die gesamte Wäsche nehmen. Weiß gar nicht, ob man das so machen kann oder ob das... Hier steht jetzt halt nur 20 bis 30 Grad. Auch für Handwäsche geeignet. Ich weiß jetzt halt nicht, ob das so gut sauber macht, wenn ich das zum Beispiel für Handtücher nehme. Wahrscheinlich nicht so, ne? Na gut, auf jeden Fall gefällt es mir sehr gut. Sehr gerne wasche ich damit Jacken oder Vorhänge, wenn die jetzt nicht so dreckig sind. Oder Kissen, einfach, wenn es so richtig schön duften soll. Richtig schön, gefällt mir sehr gut. Ja, dann habe ich hier einmal Wäscheweiß aufgebraucht. Hatte ich jetzt nicht so den krassen Eindruck, dass das viel gemacht hat. Von Domol ist allerdings auch schon älter gewesen. Vielleicht lag es daran, aber möchte ich mich jetzt nicht drauf festlegen. Hier ist von Isana eine Tuchmaske Saltwater Vibes. War auch von Mira. Mira, du bist ja heute fett am Start. Auf jeden Fall war die auch total süß und total schön. Und ja, guck mal, ist eine Jungfrau drauf. Also alleine wegen des Designs musste die natürlich zu mir. Und vielen Dank, du Süße, dass du hier so, ja, so viel gemacht hast. Hier ist eine, die habe ich mir selber gekauft. Von Cadea Vera, von Müller, die Hausmarke. Piep, 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 hab dich lieb, Tuchmaske mit Kirschblütenextrakt, Aprikosenkernöl und Hyaluronsäure. Die war schön, nicht so sehr arg getränkt wie die von Action, die ich euch vorhin gezeigt habe. Das mag ich aber manchmal ganz gerne halt. Also ich nehme oft die von Action nicht, weil ich weiß, dass ich jetzt gerade nicht eine halbe bis dreiviertel Stunde Lust habe, die Maske drauf zu lassen. Manchmal möchte ich nur so 10 bis 15 Minuten und da war die jetzt ganz toll wirklich. Also genug Serum für ungefähr 10 Minuten habe ich draufgeschrieben. Süß, angenehm und der Duft war auch, ne, also die sah auch ganz niedlich aus. Man hat hier so Ostereier und sowas im Gesicht. Das war schon ganz süß, ne. Dann guckt man, ist auch ein Küki drauf und alles. Also das war wirklich gut, kann man mal kaufen. Wenn man lange, ne, also richtig viel davon haben möchte, dann würde ich sagen, kauf die andere von Action. Aber die war jetzt einfach, die hatte Unterhaltungsfaktor. Und wie gesagt, ich mag das halt manchmal ganz gern, wenn ich es nicht so lange drauf lassen muss. So, weil dann habe ich auch nicht so das Gefühl, ich verschwende das so arg, wisst ihr. Genau, dann habe ich hier tatsächlich diesmal nicht von mir, aber ich benutze dieses Nachtblau von Simplicool schon seit Jahren immer für meine eigenen Hosen. Diesmal mussten aber die Hosen von meinem Sohn gefärbt werden. Genau, davon habe ich 2 leer gemacht. Genau, hier ist das zweite. Und
Ja, das waren zwei längere und zwei kurze Hosen, die habe ich damit gewaschen. Ich habe quasi eine pro Waschgang benutzt und das hat gut funktioniert. Ich hätte wahrscheinlich auch eine pro Hose nehmen können, aber das war dann irgendwie doch... Ja, ich hatte sie ja dann schon gefärbt. Mal gucken, ob wir die überhaupt nochmal waschen müssen oder ob er bis dahin eh rausgewachsen ist. Ich meine nicht waschen, sondern färben. Waschen tun wir sie natürlich. So, nochmal von Cadea Vera eine Hasenpost-Tuchmaske mit Gänseblümchen und Tulpenextrakt und Hyaluronsäure, erfrischend und strahlend. So, von Herzen für hätte ich hier noch einen Namen draufschreiben können. Da war auch so ein süßes Blumenmuster drauf, die war so fliederfarben. Und ja, da habe ich jetzt nichts draufgeschrieben, aber ich glaube, die war so ähnlich. Also deswegen habe ich es auch nicht draufgeschrieben, glaube ich. Ja, hier, ach, das war die eine Kerze. Parfum in Style, Duftkerze, Home Sweet Home für sich und Himbeere. Das war diese helle, diese hier. Also die war ganz gut, kann man mal machen. Aber sie hat jetzt nicht so arg gerochen. So, das habe ich kürzlich aufgebraucht. Exotic Party Zuckerölpeeling von Isana für 25 Jahre. Also hier, das war so eine Jubiläumsausgabe. Gab es, glaube ich, letztes Jahr. Ich wünsche mir sehr, dass sie das dieses Jahr nochmal rausbringt, weil dieser exotische Duft nach Kokos und Frangipani war einfach so auf den Punkt. So ein toller Duft. Gab es, glaube ich, auch ein Spray, so ein Körperspray von. Und auch das hat so gut gerochen. Ich habe es leider nicht mehr bekommen. Ich hatte es einmal, wollte ich es kaufen. Und dann dachte ich, nee, brauchst du nicht. Du hast noch welche vom letzten Jahr und vom vorletzten Jahr hatte ich da auch noch. Habe ich es mittlerweile nicht mehr. Aber da dachte ich, brauchst du nicht. Und dann habe ich versucht, hinterher zu jagen. Ich habe das nicht mehr bekommen. Macht nichts. Davon gibt es ja noch eine teurere Ausgabe, die habe ich zum Glück. Und das ist auf jeden Fall so eine tolle Limited Edition gewesen, wirklich. Ich hoffe, dass sie dieses vielleicht nächstes Jahr nochmal kommt. Und ja, das war wirklich schön. Das hat mir sehr gut gefallen. Hier sind Kosmetikstäbchen, Watte aus 100% Baumwolle. Kosmetikstäbchen, Watte. Ach so, Watte aus 100% Baumwolle. Ja gut, jetzt habe ich es verstanden. 70 Stück. Das sind diese, ja, Kosmetikstäbchen. Also nicht die normalen Stäbchen, sondern die haben an einer Seite, hier, man sieht es hier so ein bisschen, ihr kennt die, ne? Die sind auf einer Seite spitz und auf der anderen Seite so ein bisschen wie so eine Fliegenklatsche, sage ich immer. Da kann man halt ganz gut Kosmetikzeugs hier aus dem Gesicht wegmachen, wenn man da rumgedingst hat. Habe ich das hier reingeschmissen und dachte, ich hätte sie bis jetzt benutzt, habe ich aber nicht. Das ist von Isana, hatte ich aus Trashy genommen, aber ich lege das nochmal zur Seite, die habe ich noch nicht benutzt. Das sind so Kaltwachsstreifen. Habe ich noch nicht, nee. Aber ich dachte, ich hätte bis jetzt. So, die hatte ich ganz lange jetzt an der Badewanne stehen von M. Asam Vino Lift. Die habe ich mir auch selber gekauft. Straffungsmaske. Die, genau, das waren 100 Milliliter, war so eine Jubiläumsedition, da sind so Glitzerdinger an der Seite drauf. Die war ganz gut tatsächlich, also ich mochte den Effekt auf jeden Fall. Meine Haut war danach super gepflegt und ich hatte kaum Probleme mit trockenen Hautstellen, das war schon richtig toll. Und ja, also die würde ich theoretisch nochmal kaufen. Das Einzige, was mir nicht ganz so gut gefallen hat, war, dass da irgendwas drin war, was so ein bisschen sich angefühlt hat. Nicht direkt wie Menthol, aber es war so kühlend und das mag ich nicht. Das mochte ich auch im Sommer nicht. Also ich habe daran wirklich, das waren ja 100 Milliliter, ne? Aber die war wirklich gut. Also wenn dieser Kühleffekt nicht wäre, würde ich sie sofort wieder kaufen. Ich habe aber noch zwei Masken da von Asam, solche Creme-Dinger. Und ja, also da werde ich auf jeden Fall noch meinen Liebling finden. Die war aber wirklich ganz toll. So, Spa Exclusive Romance Dreamcatcher habe ich hier noch leer gemacht. Auch ein Sea Salt Body Scrub, also ein Body Peeling. Das war mit Salz. Das andere war ja ein Zuckeröl-Peeling. Das war ein Salz-Peeling, aber da ist kein Öl drin. Vielleicht ist auch Öl drin und man merkt es nur nicht so. Das fühlt sich aber an, als wäre das so auf Seifenbasis. Ganz toll, kostet nur 2 Euro bei Action. Die haben immer wechselnde Duftsorten und die hatte ich jetzt schon länger rumstehen. Und die habe ich wirklich auch schon mehrere Jahre. Also die hatte ich, glaube ich, schon in der alten Wohnung noch. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe sie wirklich schon sehr lange. Da, ja, da war überhaupt nichts irgendwie mit, was irgendwie eklig war oder gestunken hat oder verfärbt. Gar nichts. Wirklich Bombe. Das hier ist ja schon fast langweilig. Das kennt ihr auch. Hier ist übrigens Waschpulver auf dem Boden. Und hier ist die Elvital-Spülung, die ich vorhin nicht gefunden habe. Da war sie unterm Sofa. Nun gut. Genau, hier ist einmal von Dontodent und einmal von Procudent, also DM und Rossmann. Gebissreiniger-Tabs sind das. Genau, die nehme ich immer für meine Dr. Smile-Schienen. Beziehungsweise jetzt sind das eigentlich keine Dr. Smile-Schienen mehr zum Begradigen, weil eigentlich bin ich fertig. Ich habe jetzt aber noch den Retainer quasi, den ich nachts trage. Ihr habt mir alle von einem festen Retainer abgeraten, weil damit gibt es wohl recht viele Probleme. Mein Zahnarzt direkt hat mir auch abgeraten, deswegen habe ich jetzt so einen Retainer, den ich nachts halt noch tragen muss, damit sich die Zähne nicht weiter verschieben. Genau, das hat aber nichts nur mit Dr. Smile zu tun, ja, also ich bin da immer noch voll happy, was die alles gemacht haben mit meinen Zähnen, die waren vorher wirklich deutlich schiefer und damit fühle ich mich sehr wohl. Und das ist aber bei allen Methoden, die man so anwenden kann, um Zähne zu begradigen, dass wenn man, ja, die dann nicht halt an ihren Plätzen hält, dass die wandern können wieder. Und das möchte ich natürlich nicht, weil dann war ja alles umsonst. So, die waren auf jeden Fall beide gut, dafür nehme ich die nämlich immer. Dann habe ich hier, das war kurios tatsächlich. Das ist ein Produkt, hat mir auch meine Zuschauerin empfohlen, das kann man
auf den UV-Lack auftragen. Nachdem man ihn einmal angefeiert hat, kann man das auftragen und dann kann man ihn wirklich lange einwirken lassen. Nicht irritieren lassen, selbst wenn der schon getrocknet ist, dieses Zeug, was man darauf macht. Der arbeitet scheinbar trotzdem noch sehr weiter. Also das ist schon sehr intensiv. Auf jeden Fall muss man da nicht alles runterfeilen, sondern ihr könnt das dann so runterschieben oder vielleicht sogar einfach abziehen ist vielleicht nicht so eine gute Geschichte, weil da kann man ja trotzdem dann auch das Nagelbett irgendwie beschädigen. Meine sind sowieso absolut beschädigt, leider. Also nehmt euch da kein Beispiel. Aber ich fand das eine sehr schöne Sache. Das hier war jetzt einer, den habe ich leer gemacht. Ihr seht auch, der ist so farblos. Das ist so vielleicht pulverig irgendwie, so ein bisschen gelartig. Und der hier, der kam schon so an bei mir. Der ist so, also der stinkt auch wirklich. Der riecht richtig nach Aceton irgendwie. Der andere riecht, glaube ich, gar nicht. Riechst du? Doch ein bisschen, aber nicht so arg wie der hier. Aber der war halt auch so orange. Den habe ich einmal versucht zu benutzen. Aber erstmal hatte ich irgendwie den Schiss. Und ich hatte auch das Gefühl, dass der nicht so gut was gemacht hat. Und dieses verfärbte, ja, den habe ich jedenfalls aussortiert. Habe ich mir aber schon nachbestellt, gibt es bei Amazon. Muss ich auch mal in meiner Storefront mit verlinken, weil das ist echt, ich habe keine Lust, das jedes Mal komplett runter zu feilen. Und selbst mit Fräser dauert das lange. Und dann ist das manchmal wirklich eine schöne Hilfe, auf jeden Fall. So, hier ist der Hydrator, der geliebte Hydrator. Den muss ich mir unbedingt noch nachbestellen. 120 Stunden Liquid Hydrator. Ich glaube, den kennt mittlerweile auch jeder. Ich benutze den, wie viele habe ich davon schon leer gemacht? Eine große Pulle und ich glaube, zwei kleine habe ich insgesamt schon leer gemacht. Überwiegend fürs Gesicht tatsächlich. Der ist einfach toll, der beruhigt meine Haut. Selbst wenn ich mal von Retinol oder Säuren so ein bisschen Probleme habe, dann, ja, der kann jetzt auch nicht zaubern, ne? So ist jetzt auch nicht, aber er beruhigt halt immer ganz gut. Und ich habe das Gefühl, dass meine Hautbarriere dadurch wirklich auch gut gestärkt ist. Und ja, es gibt sowas Ähnliches, angelehnt daran, nicht wirklich ähnlich. Die sind komplett unterschiedlich formuliert, gibt es ja auch noch von Rossmann und auch von DM. Die sind nicht wirklich genauso, die haben alle tatsächlich so ihre Daseinsberechtigung. Die sind alle verschieden, haben auch teilweise unterschiedliche Inhaltsstoffe noch, aber jeder von sich aus ist wirklich gut, aber trotzdem ist das mein Liebster, muss ich sagen. Also der macht bei mir halt am meisten. So, hier, das, ich glaube, den hole ich mir nicht nochmal. Ich weiß nicht, habe ich davon sogar noch einen Rest? Bin mir nicht sicher. Der Liquid Refiner, einen davon hatte ich mal von Michaela, meine ich. Das ist ja auch von X-Skincare, der macht bei mir einfach nicht so viel. Ist auch mit 2% BHA, vielleicht ist es deswegen auch, dass ich irgendwie, ich weiß nicht, aber Resveratrol ist noch drin. Und EGCG, keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall ist das auch so ein Liquid, soll so ein bisschen eben, ja, heißt ja Refiner, so ein bisschen fein machen, so ein bisschen peelen, so ein bisschen einfach. Ja, ich habe das eben auch an diesen Stellen benutzt, wo ich vorhin, was hatte ich denn darauf gemacht? Ach, das war das, dieses Reinigungsgel von No. Genau, das hat da mehr gemacht als das hier. Ich habe das versucht, da an den ähnlichen Stellen so anzuwenden, aber ich hatte das Gefühl, das macht nicht wirklich viel. Deswegen muss ich jetzt nicht nochmal, kaufe ich lieber das Reinigungsgel. Hier ist eine Zahnpasta leer geworden. Ich glaube, die habe ich sogar nachgekauft. Colgate Max White Sparkle Diamonds. Ich liebe sie. Die schäumt toll. Die macht mir ein schönes Gefühl. Die macht alles frisch. Die sieht schön aus. Die ist einfach Bombe. Die ist nicht teuer. Die ist toll. Möchte ich wieder haben. Ja. Ihr sagt immer wieder, nicht so viel sowas in der Richtung benutzen, damit das alles nicht so runtergebürstet wird und so der Zahnschmelz. Habt ihr auf jeden Fall recht. Also schön vorsichtig nicht immer nur solche Dinger kaufen. Aber ich liebe sie sehr. Genau. Aus solchem Grund habe ich nämlich auch hier Sensodyne Repair and Protect. Ihr sagt mir immer wieder, dass das nicht, Zahnschmelz kann nicht wieder aufgebaut werden. Das kann höchstens ein bisschen geschützt werden, ein bisschen versiegelt werden, aber es ist nicht wirklich zurück, ne? Ja, aber trotzdem habe ich da eigentlich immer ganz gern solche Zahnpasten benutzt. Da habe ich aber meine Zeit lang zu viele eingekauft und die hier ist jetzt tatsächlich schlecht geworden. Hier steht sogar drauf, dass die genau, ja, hätte theoretisch noch haltbar sein können, aber sie ist erstmal dunkel verfärbt. Das hat mir nicht gefallen. Nee, 23.12.22, dann ist die doch schon länger abgelaufen. Ja, kann man also nicht mehr. Ich habe die einfach zu lang, ich habe zu viel auf einmal gekauft gehabt da. Das ist mir bei Zahnpasta tatsächlich aber noch nie passiert, dass sie mir gekippt ist. Ist, denke ich, aufgrund dieser Inhaltsstoffe so, dass das so ein bisschen eben, ja, dieser Zahnschutz da irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich die jetzt nicht aufgebraucht, sondern die muss ich aussortieren. So, hier, das war richtig kacke, war das. Von Isana. Ich hatte es mir schon fast gedacht. Ich hätte es nicht kaufen sollen einfach. Das war klar. Das war von genau Isana, das Argan-Cremeöl-Peeling mit Arganöl. Das gibt es auch gerade noch. Also es ist ein sehr, 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 sehr sanftes Peeling meiner Meinung nach. Im Sinne von, die Peelingkörner sind zwar recht groß, aber es ist einfach zu viel Produkt da drin, als dass es richtig peelen könnte. Deswegen mag ich das nicht so gerne. Ich würde kein Cremeöl-Peeling mehr kaufen, egal von welcher Firma. Ich mag das einfach nicht. Für mich muss das ein Zuckeröl-Peeling sein oder ein Seesalz-Peeling. Ich brauche das so richtig hart.
Und na, das ist mir hier zu sanft, das ist mir zu wenig. Das kann ich es auch gleich sein lassen. Deswegen fand ich das blöd und habe das ja dann auch recht zügig und großzügig aufgebraucht, weil ich denke, ich habe da einfach keine Lust zu. Aber es hat gut gerochen, das muss man sagen. Den hier habe ich nicht ganz aufgebraucht, leider. Den muss ich mir jetzt neu kaufen. Das ist ein ganz toller Sonnenschutz. Das ist, oh, ich liebe den so sehr. Ich weiß gar nicht, der ist so schön wässrig. Von Biore UV. Ihr habt mir geschrieben übrigens, dass es das jetzt auch scheinbar bei DM oder auch Rossmann gibt. Ich hatte es nämlich letztens bei Müller entdeckt, dass sie das endlich haben, weil sonst habe ich das immer in koreanischen Shops bestellt. Biore UV Aqua Witch Watery Essence, Lichtschutzfaktor 50+, PA 3, 4+, keine Ahnung, wofür das alles steht. Hinten steht alles nur auf eine Sprache drauf, die ich nicht lesen kann. Auf jeden Fall ist das so ein tolles Produkt. Es ist halt ein wässriger Sonnenschutz. Du hast keinen weißen Film. Wenn du nicht zu dick aufträgst, dann glänzt du auch nicht. Und selbst wenn du glänzt, dann ist es kein fettiger Glanz, sondern so ein Gelglanz, wisst ihr? Ja, auf jeden Fall ist das ganz tolles Zeug. Gibt es jetzt halt auch, wie gesagt, also auf jeden Fall bei Müller und werde ich mir nachkaufen. Aber der hier hatte jetzt, ich weiß nicht, ob das normal ist, wenn ich mir den auf die Hand gegeben habe, um das aufzutragen, fühlte sich das an, als wären da so kleine Körnchen drin. Ich glaube, das ist nicht normal. Die hat man zwar nicht gesehen, aber ich glaube, das ist jetzt irgendwie auch... Ich habe den jetzt auch das zweite Jahr, nee, das ist jetzt das dritte Jahr, glaube ich, offen. Das darf jetzt gerne mal aussortiert werden, genau. Und dann lieber neu gekauft werden, weil Sonnenschutz soll man nicht so lange so benutzen, ne? Genau, dann habe ich hier von einer Zuschauerin, von der lieben Sandra, eine Handseife zugeschickt gekriegt. Vielen lieben Dank, du Süßigkeiten. Kennen die auch bis jetzt die Marke nicht, aber ich glaube, das ist auch was Koreanisches. Frudia steht da drauf, das roch nach Birne, sehr schön fruchtig. Und die habe ich sowohl zum Baden benutzt, zum Duschen, zum Händewaschen. War wirklich auch, jetzt riecht es super gut. Es war ganz schön, war halt wie eine Seife und mehr kann ich dazu nicht sagen. Theoretisch würde ich es nachkaufen, muss jetzt aber auch nicht unbedingt sein, weil es war wie jede andere Seife auch gefühlt. Außer der Duft war halt was Besonderes, ne? Aber sonst habe ich nichts gespürt. Eine Cremeseife hier von Isana, Magic of Christmas, die war auch sehr schön, aber halt eine Seife. Jetzt machen wir jetzt hier auch gleich mal, dass wir das ganze Duschgel so ein bisschen verallgemeinern. Da habe ich auch recht viel aufgebraucht. Das habe ich eben auch, das ist zum Baden, Duschen und so weiter, ne? Ich habe ja kürzlich meine Pflegesammlung hochgeladen und jetzt habe ich festgestellt, guck mal, ist auch was abgebrochen. Ich habe bei manchen Sachen festgestellt, dass es jetzt wirklich höchste Zeit wird, sie aufzubrauchen und weil der hier war jetzt ganz minimal verfärbt, der hat aber noch gut gerochen. Ich habe den trotzdem recht großzügig aufgebraucht, damit einfach, ja, damit er jetzt einfach auch wegkommt. Und das werde ich jetzt auch nach und nach immer mal wieder machen. Ich werde viel zum als Handseife nutzen und viel einfach, ja, von den alten Sachen jetzt aufbrauchen, weil sonst beim nächsten Sammlungsvideo werde ich sie dann wegschmeißen müssen, ungenutzt, und das möchte ich nicht. Deswegen werde ich da jetzt hier und da was aufbrauchen. Das hier war die, genau, Isana Verwöhnbad, süße Auszeit. Ihr seht ja schon die Verpackung, das war so süß, riecht auch jetzt immer noch gut nach, nach Vanille, aber wurde halt langsam jetzt so ein bisschen, ne, bräunlich-beige irgendwie, das ist dann auch, dann macht das keinen Spaß mehr, sag ich mal. Also lieber, seid nicht so doof, auch da, seid nicht so doof wie ich und sammelt einfach nicht so viel. Ich tue es ja leider. Und das hat mir eine Zeit lang auch richtig viel gegeben und ich tue es auch jetzt auch immer gerne noch. Also bitte nicht falsch verstehen. Ich weiß, dass ganz viele von euch auch wegen der ganzen Sammlung und so hier sind und dass ihr das selber auch gerne macht. Aber ja, ach, lasst eure Sachen dann auch nicht schlecht werden. Das ist dann auch schade, ne? Und man kann ja weiter sammeln, aber da muss man von hinten aufbrauchen. Wisst ihr, was ich meine? Das habe ich jetzt hier halt zum Teil auch gemacht. Hier jetzt nicht. Die hatte ich schon angefangen gehabt, bevor ich da jetzt die Sammlung gemacht hatte. Und ja, die war jetzt nicht... Die war ganz toll, ein wunderschöner Duft. Würde ich wieder kaufen. Ganz, ganz, ganz toller Duft. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich sie noch einmal. Kann aber auch sein, dass das jetzt meine letzte war. Sicky Butterfly von Tracklemoon. War so schön, wirklich. Hier, du bist meine große Liebe. Habe ich jetzt auch aufgebraucht. Die war wirklich auch ganz niedlich hier. Habe ich aber auch sehr großzügig aufgebraucht. Mit exotischem Mango- und Kokosduft. Und ja, damit war jetzt auch noch nichts irgendwie verfärbt oder so. Und auch die hier, davon hatte ich oder habe ich auch noch immer. Davon seht ihr eine in der Sammlung. Die Sammlung, also die, die in der Sammlung steht und die ihr gesehen habt, die ist auch noch da. Ich hatte die zweimal quasi. Hatte ich jetzt auch nie, hat auch noch so gut gerochen. Nach vanilligen Softeisduft. Das war so ein bisschen vanillig, cremig, ein bisschen fruchtig. Also richtig wie so ein Softeis. Richtig schön. Würde ich mir jederzeit wieder kaufen. Das war eine ganz tolle Limited Edition von Balea hier. Ich glaube, das war zu 25. Jubiläum. Ich weiß es nicht, aber es war ganz toll. So, jetzt muss ich mich leider ein bisschen beeilen, weil ich meinen Sohn gleich abholen muss, möchte. Und deswegen mache ich jetzt hier nochmal schon. Gott, das ist ja doch noch recht viel. Hier habe ich doch ein bisschen Food. Also das hier, das gibt es gerade neu bei Rossmann. Das ist so ein Hanuta-Verschnitt. Nur als High-Protein-Ding irgendwie. Ja gut, 20% Protein ohne Zuckerzusatz. Protein-Haselnuss-Schnitte, genau. Wie gesagt, das ist gerade neu.
Das ist wirklich lecker. Also diese Waffel scheint eine echte Waffel zu sein. Das ist jetzt wirklich, ja, es ist so ein Proteinriegel. Da habt ihr auf jeden Fall mehr. Was habt ihr hier? Wenn ihr beide esst, dann habt ihr ungefähr 8 Gramm Eiweiß. Also nicht ganz so viel, ne? Aber es war jetzt wirklich richtig schön. Also auf 100 Gramm hättet ihr 20 Gramm. Es war sehr lecker. Und das hat in dem Moment so, das war einfach so das Richtige, weil ich Schokolade und irgendwas zum Knuspern braucht. Und es ist immer noch besser, als mir jetzt eine halbe Packung, weiß ich nicht, wie heißen die Dinger, Schokokrossis reinzuziehen. Also das war schon, das ist richtig, richtig lecker. Werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Richtig gut. So, von Essen zu Rohrreinigern, den kaufe ich immer wieder nach. Der ist ganz toll, mit Kraftformel gegen hartnäckige Verstopfungen. Den muss ich ab und an mal halt benutzen, weil meine Haare im Abfluss einfach kleben bleiben. Tatsächlich benutze ich mittlerweile andere Sachen in Abflüssen, die keine Haare beinhalten. Aber ja, wenn da Haare drin sind, dann muss das schon mal sein. Funktioniert wirklich gut, mache ich aber nicht ganz so oft. Es ist aber wirklich ein ganz toller, günstiger Rohrreiniger. Macht man halt rein und lässt es einwirken, manchmal nur eine halbe Stunde. Ich habe es aber auch schon über Nacht einwirken lassen und dann die Haare, die oben noch zu sehen sind, die man eigentlich rausziehen will, die sind einfach wie zersetzt. Kleben da zwar erstmal noch, aber die gehen dann einfach, die sind zersetzt einfach. Total krass. Ja, gefällt mir aber gut. So, hier habe ich gerade noch gesehen, habe ich noch eine zweite von dieser Jelly Sheet Mask aufgebraucht. Richtig toll. Das war eine Hydrogelmaske von Balea. Die war auch, also da muss ich sagen, mein Gesicht war danach wirklich super, super, super glatt. Zumindest zeitweise. Die ist aber zweiteilig, das hat mir nicht gefallen. Ich vergesse immer wieder, dass ich Hydrogelmasken nicht mehr kaufen möchte, weil mir die einfach immer zu sehr runterrutscht. Aber dieses, das hat jetzt wirklich, ja, Aufpolstereffekt steht drauf. Also für das Geld, ich glaube knapp 2 Euro, da hält die auf jeden Fall ihr Versprechen. Statt vielleicht irgendwelche Masken für 12 oder 13, 14 Euro. Habe ich auch schon gesehen. Also die tut es auf jeden Fall für 2 Euro. Finde ich mega, mega gut, wirklich. Aber Hydrogel und sie rutscht, das nervt schon. Hier habe ich von Lenore das Wäscheparfüm aufgebraucht, Amethystblütentraum. Und ich muss sagen, von dem war ich ein bisschen enttäuscht. Ich hatte das irgendwie stark duftender in Erinnerung. Was ein Vorteil ist, wenn ihr sowas kauft, ihr müsst das nicht mal aufmachen. Ich könnte jetzt Raumduft irgendwo hinstellen und das riecht schon so toll, zumindest wenn der Raum nicht so groß ist. Aber ja, jetzt so in der Wäsche, vielleicht habe ich auch zu wenig genommen, aber ich fand das immer schon recht viel. Na gut, auf jeden Fall war das schön an sich, aber man braucht echt viel davon. Ne? Ich habe noch eine Sorte hier Aprilfrisch. Mal gucken, wie das bei denen ist. Hier habe ich mein letztes von Heike aufgebraucht. Das ist, ich glaube, ist das Polnisch, was da drauf steht? Bin mir nicht ganz sicher. Sie hatte mir auf jeden Fall mehrere Micellenwasser von Garnier gekauft und geschickt. Das ist schon eine Weile her. Ich habe jetzt das letzte aufgebraucht, liebe Heike. Die waren alle ganz toll. Das war jetzt das letzte. Ich habe jetzt auch so ein ähnliches gekauft. Dafür muss ich das nochmal hier behalten, weil ich gucken wollte, ob das die gleiche Sorte ist. Aber weil das halt jetzt schon ein bisschen älter ist, sieht die Verpackung natürlich anders aus. Aber das gucke ich dann nochmal. So, eine Packung und das ist recht wenig, weil ich auch einfach vergessen habe, welche nachzukaufen. Das sind von Action die Allzweckreinigungstücher. Die benutze ich meistens für die Toilette oder für Sachen, die eklig sind, wo man den Lappen nicht mehr hinterher behalten möchte. Dafür eigentlich überwiegend, aber ansonsten eher seltener. Genau, also die sind gut, die sind günstig. 80 Stück kosten 99 Cent. Das ist günstiger als die 80 Stück von, da sind da sogar manchmal weniger drin, aber aus der Drogerie, die sind tatsächlich auch noch ein bisschen teurer. Ich kaufe mal hier, mal da. Aber keine Markenware tatsächlich. Aber die sind toll. Obwohl manchmal ein paar viele auf einmal rauskommen. Das nervt ein bisschen. Hier ist der Breath Power gegen Fett und Eingebranntes. Genau, mit Kraftformel. Der ist sehr gut. Wirklich gefällt mir super, super, super gut. Vielleicht habt ihr noch eine Alternative. Ich hatte noch den von Meister Popper, den Fettlöser. Ich glaube, den habe ich sogar noch. Weiß ich gerade nicht. Aber der hier hat gewonnen. Den fände ich auf jeden Fall besser. Aber ich glaube, das geht auch noch besser, wenn ich ehrlich bin. Mal gucken. Aber auf jeden Fall war das bisher mein Fettlöser. Ja, mein Liebling, der macht so dieses, was oben auf den Schränken in der Küche sich ablagert vom Braten und Kochen und sowas, macht der super gut weg, wirklich. Also muss man einsprühen, ein bisschen warten, dann ein bisschen abwischen und dann ist das aber ganz gut. Ein bisschen schrubben muss man schon noch, aber ja, das ist gut. Hier, da war ich auch super froh. Ich bin auch gerade noch bei einem anderen Tiegel, der schon etwas älter ist, am Aufgebrauchen. Ihr müsst euch mal reinziehen, Jungs und Mädels, ne? Ich muss jetzt hier nicht dafür werben oder so, ne? Aber von M. Asam, das ist jetzt hier Magic Finish, 10 Milliliter war das eine Größe. Die ist jetzt endlich leer. Das hat so lange gedauert, ne? Und ich habe halt noch einen Tiegel aus 2015, müsst ihr euch mal reinziehen. Eigentlich soll man das so lange gar nicht benutzen, aber damit ist einfach nichts. Findet mich eklig, wenn ihr wollt oder nicht, aber ich bin jetzt gerade da am Aufbrauchen. Jedenfalls den Deckel werde ich dann noch behalten, weil das eine Limited Edition war. Ich glaube, von Daniela Katzenberger oder so. Vielleicht habe ich das aber auch falsch in Erinnerung. Aber das Zeug hält, ne?
Ich mag das so, 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 so gerne. Ich liebe es wirklich einfach. So hier, da passt ein bisschen auf. Ich möchte eigentlich euch gar nichts weiter über Nahrungsergänzungsmittel erzählen. Bitte, nee, ich lasse das auch. Ich erzähle euch darüber nichts. Nein. So, hier ist ein Extensions Remover. Ich möchte euch nur deswegen darüber nichts erzählen, weil mich das einfach, das, ich finde, das greift zu sehr in eure Gesundheit ein. Ich kenne euch nicht, ich bin kein Arzt. Ich kann euch so wenig nur darüber erzählen, dass ich das einfach nicht möchte. Und ich habe mich selber schon mal mit Nahrungsergänzungsmitteln überdosiert. Und das ist nicht schön. Da möchte ich keine Verantwortung für tragen. Nein, nein. So, immer ein Blutbild machen lassen, wenn ihr was nehmen wollt. So, hier ist ein Extensions Remover. Das ist der, den verlinke ich euch mal, wenn es den noch gibt. Aber ich meine, oh Gott, ich müsste auch mal wieder nachbestellen. Ein ganz toller Remover. Ich habe Tape-In-Extensions und einen recht starken Kleber drin. Und das ist irgendwie so, der hat gar nicht viele Inhaltsstoffe. Aber ich hatte auch schon andere, die nur auf Alkoholbasis waren. Die haben nicht so gut meine Extensions. Also der löst die sowas von schnell und gut. Wirklich ganz toll. Ich habe danach zwar noch Klebereste im Haar. Also nicht die Folien, sondern Kleber, so schleimiges Zeug. Das hole ich immer mit Öl raus. Das ist alles gut. Aber so, ich muss nicht viel an meinen Haaren rumreißen. Ganz toll. Die habe ich auch kürzlich aufgebraucht, natürlich. Das habe ich alles kürzlich aufgebraucht. Das ist so ein Schwachsinn. Intensiv straffend von Mixer habe ich aufgebraucht. Eine ganz tolle Creme. Genau, ich liebe alle Mixercremes. Ich liebe sie alle. Okay, ich finde sie alle einfach toll. Es gibt unterschiedliche, ja, also hier steht jetzt zum Beispiel sofort straffender Effekt. Glattere Haut in 7 Tagen. Das stimmt auch. Hier steht normale Haut drauf. Ich hätte schon fast gesagt, sie ist für recht trockene Haut geeignet. Also das war schon eine sehr intensive Pflege. Sie war dann auch irgendwann weg, aber sie ist auch sehr intensiv. Also sie liegt schon irgendwie auf der Haut, aber halt nicht so glänzend eklig. Ne? Die hat mir aber sehr gut gefallen. Also meine Haut sah dann auch toll aus. Die werde ich auf jeden Fall irgendwann nochmal kaufen. Ich hatte bis jetzt noch nichts von Mixer, was ich absolut scheiße fand. Wirklich nichts. Die Sachen sind alle so toll. Mega, wirklich. Ich habe jetzt gerade übrigens diesen ganz kräftigen Balsam, diesen neuen 10 in 1 oder wie das heißt, habe ich jetzt gerade in Anwendung. Aber das ist also für den ganzen Körper nicht, aber für einzelne Stellen auch bis jetzt ganz toll. Hier ist eine Spülseife, genau, also für Geschirr, von Marcel's Green Soap. Hatte ich euch mal in einem Haul gezeigt. Entschuldigt, ich habe geschmatzt gerade, sorry, sorry. Hat meine Mama mitbestellt für mich, weil die davon irgendeinen Allzweckreiniger hatte, der ganz toll war. Und das roch jetzt hier nach Orangenblüte, glaube ich. Und die war, also das war wirklich toll. Das konnte ich auch ganz toll in meinen Wischsaugern benutzen, weil das nicht so doll geschäumt hat. Ich hatte erst, weil ich sonst Pril benutze, dachte ich erst, es wirkt nicht richtig. Es entfernt aber sehr gut tatsächlich Fett. Nur schäumt es dabei halt nicht so extrem. Also das hat mir gut gefallen. Werde ich irgendwann nochmal holen. 500 Milliliter. Weiß ich nicht, es waren jetzt nicht sehr viel teurer als Drogerie. Ein bisschen schon, aber nicht viel. Das musste ich leider aussortieren. Von Hello Body Aloe Light. Das hatte ich mal aus Trashy rausgenommen. Erstmal war es jetzt schon ein bisschen drüber. Es hatte aber wenn man das jetzt so aufträgt, alles gut. Riecht auch frisch, ist alles gut. Ich habe keinen Ausschlag, nichts. Aber ich habe es dann hier so ein bisschen, damit ich es jetzt auch schnell aufbrauchen konnte, einfach ein bisschen so das Dekolleté und so. Und das hat auf meiner Haut leider angefangen zu stinken. Jetzt so stinkt es nicht, aber es hat da gestunken. Und deswegen, ja, der kommt dann leider weg. Der ist halt auch schon länger auf, deswegen möchte ich den nicht mehr weitergeben. Die hier ist so toll. Bitte rennt. Nein, rennt nicht. Keiner muss rennen. Bitte. Wenn ihr bei BDM zufällig sein solltet und die fällt euch in die Hände, sie riecht ganz leicht fruchtig, sie riecht nicht penetrant, 10 bis 20 Minuten, die Balea Fruity Rainbow Tuchmaske, sie ist sehr süß, ich werde sie mir auch nochmal holen, ich liebe die Verpackung und es ist ganz toll, ganz, ganz, ganz toll. Hier ist eine, die werde ich nicht nachkaufen, Tesori de Oriente, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird, nee, aber jeder kennt hier diese Firma, das war jetzt nochmal so mein letzter Versuch mit der, mein Sohn benutzt davon 2 Duschgele, ganz toll, riecht super gut an ihm wirklich, ne? Auch ganz lange vor allem, auch in den Haaren. Er benutzt auch für die Haare. Riecht auch super gut, ne? Aber das hier, ja, ich wollte halt auch gerne, dass davon einer für mich passend ist. Es gibt ja auch noch diesen cremefarbigen, der ist mir zu orientalisch. Der hier riecht nicht so sehr orientalisch, sondern mehr ein bisschen blumiger. Deswegen dachte ich, das ist vielleicht was, aber der, ja, muss jetzt nicht nochmal sein. Das ist, also gepflegt haben diese ganzen Duschen übrigens sowieso alle gleich wenig oder gleich viel oder eben gleich gar nicht, aber gewaschen haben sie alle gut und ich hatte keine Ausschläge, ne? Hier ist ein, es tut mir leid, dass ich jetzt ein bisschen hektisch bin. Ich bin ja eigentlich immer hektisch, aber jetzt besonders. Der Isana Augen-Make-up-Entferner, 2 Phasen hatte ich hier. Das war dieser eine mit, ich glaube, so bläulich, nee, pink. Pink-blau war der. Der war gut. Hat ganz minimal in den Augen gebrannt, aber nur ganz bisschen wirklich. Da hatte ich schon schlimmere. Kann man kaufen, würde ich auch wieder kaufen und nehme ich überwiegend für die Augenbrauen oder wenn ich halt Glitzer auf dem Gesicht habe. Ja. Den habe ich aussortiert. Labello Hyaluron Lip Moisture Plus. Hier, das
Es gibt es noch gar nicht so lange, aber der kriegt mir auf die Zähne, das mag ich nicht. Das habe ich jetzt an den Füßen und an den Beinen ein bisschen aufgebraucht. Die war von der Pflegewirkung her, habe ich im Gesicht einmal benutzt. Das war richtig wie, als hätte ich einen Kokon drüber quasi. Es ist richtig irgendwie nicht klebrig, aber sehr, 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 sehr krass überzogen. Hat mir aber auch gut gefallen. Die Vegan Collagen Overnight Recovery Cream von Pacifica oder so ähnlich. Kostet, glaube ich, 12, 13 Euro. Ich weiß gerade nicht genau, wie viele Milliliter da drin waren. Bekommt man aber relativ gut. Hatte ich mal von Heike auch geschenkt gekriegt. Habe ich jetzt aber an den Füßen aufgebraucht, weil das einen sehr blumigen, ich glaube, so leicht rosigen Duft hatte. Das mochte ich im Gesicht halt nicht. Und deswegen habe ich es an den Füßen aufgebraucht. Und meine Füße haben sich darüber sehr gefreut. Die war wirklich sehr reichhaltig. Dann hier feste Duschpflege hatte ich mal von Laura, glaube ich, ja. Von Foamy. Ja, die war ganz gut. Ich mag das ganz gerne bei Seife tatsächlich. Das ist dann immer so quietschig sauber. Das fand ich ziemlich gut. Kokos und Kakaobutter. Doch, das hat mir gut gefallen. Würde ich theoretisch wieder kaufen. Und zu guter Letzt eine Intimwaschschaum. Der war ganz toll von Facelle, also von Rossmann Eigenmarke. Ja, doch, den würde ich wieder kaufen. Soft and Care mit Feuchtigkeitskomplex und dem Duft pH-Wert 3,8. Ja, also ich finde halt, das ist immer wichtig, wenn ich sowas für den Intimbereich kaufe, weil ich das an meinem Bidet stehen habe. Das benutze ich übrigens nicht wie ein Klo. Ich habe irgendwann mal, also viele benutzen Bidets. Entweder kennen sie es nicht richtig oder sie benutzen es komisch. Keine Ahnung, vielleicht benutze ich es auch komisch. Ich benutze es eigentlich wie ein Waschbecken. Aber halt für da. Aber dann bin ich quasi eh schon sauber, wisst ihr? Oder einfach fast sauber. Nun gut, auf jeden Fall benutze ich es da und da ist mir halt wichtig, dass es einen Spender hat, weil da habe ich keinen Bock, jetzt erstmal noch was aufzumachen, dies, das, jenes. Dafür war es ganz toll. Es hat mir keine Irritation verursacht oder gebrannt oder irgendwie was. Das war ganz toll, doch, doch. Ich habe jetzt wieder das von CD, weil das hält mir ein bisschen länger. Dieser Schaum, das geht irgendwie so schnell leer. Benutze ich wahrscheinlich zu viel. Und ja, ich habe das schon mal gesagt. Theoretisch braucht man gar nichts. Sagen zumindest viele, gar nichts. Oder nichts extra für den Bereich da unten. Ich mag das aber einfach. Ich mag es einfach. Genau. Bei dem von CD ist sogar Milchsäurekram irgendwie mit drin. Ob das was bringt oder nicht, sei mal dahingestellt. Gut, ihr Süßen, das war lange. Ich weiß nicht, ob wir unseren Rekord von, ich glaube, 1 Stunde 15 hatte ich mal, ein aufgebraucht Video. Aber ist auch egal. Vielen Dank fürs Zugucken. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ja, gibt es ein Produkt, was ihr nachkaufen wollt? Mal gucken. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag und hol ich es meinen Sohn ab. Macht's gut. Tschüss. Ich wollte noch nicht aufnehmen eigentlich. Ja. Und ich sehe gerade, mein Fernseher ist noch an. Interessant, oder? Hä? Ach so. Hoppala. Nimm das auf? Doch, ne? 2 Stunden später. Also auch jedes Mal, dass da auch Glas drin sein kann, Mann. So, und wo ist mein Handy? Da. Pause. Machst du mich scharf? Nee. Doch, ich hoffe, es ist scharf. Ich bin durch. Was hatte ich denn jetzt gesagt? Mist, ich wollte ja auch eben noch ein Foto machen, verdammt. Ih, was ist das? Ich brauche was zu trinken. Interessiert keine Sau. Ist aber nicht ladylike, nee. Nee. Lass mich mal gucken, ob ich Lippenstift auf den Zähnen habe. Nein. Ist ja der Hammer. Gott, ich habe euch das schon so oft erzählt. Es tut mir leid für alle, die schon so ewig dabei seid. Seid? Sind? Sind. Die macht mich fertig, ne? Junge. Mann, wo soll ich denn das wissen? So, jetzt muss ich mich aber auch ein bisschen beeilen hier, ne? Wie lange nehmen wir denn schon auf? Oh Gott, 38 Minuten. Wo ich vorhin, was hatte ich denn darauf gemacht? Nee. Ich brauche das so richtig hart. Ich möchte eigentlich euch gar nichts weiter über Nahrungsergänzungsmittel erzählen. Bitte, nee, ich lasse das auch. Pause. Ihr müsst hier schon was mit mir aushalten.